Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Map Tactics Video und wie immer oben rechts die Infokarte, dort findet ihr die Playlist mit allen weiteren Teilen und auch ein Einleitungsvideo so mit ein paar Informationen zu dieser Serie. Außerdem der Hinweis, dass es sich um eine Einsteigerserie handelt. Wir werden also nur Standardpanzer, Standardgefechte und Standardpositionen besprechen, wobei ich natürlich immer versuche darauf einzugehen, wann man denn davon abweichen sollte. Und auch ihr könnt hier mitmachen, einfach unten in die Kommentare schreiben, welche Karte ihr als nächstes sehen wollt und vielleicht ist ja was dabei. Oder ihr guckt mal auch über die Infokarte, da gibt es eine Abstimmung und da stehen immer ein paar Maps zur Auswahl. Was könnten wir denn heute für eine Map machen? Na klar, ich hab's. Also gut, gucken wir uns heute Wadi an, eine der wenigen Wüstenmaps. Ich teile die Karte wieder ein in verschiedene Bereiche. Wir haben auf der linken Seite unsere Basis, die wir uns anschauen wollen. Auf der rechten Seite die Gegnerbasis, die O'Hare bespricht. Und wir haben den Norden, will ich es mal nennen, hier oben mit einem Berg. Und wir haben den Süden hier mit sehr vielen Dünen. Und wir haben in der Mitte, das will ich auch zuletzt besprechen, das Flussbett. Und ich denke, dass das wirklich am wichtigsten ist auf dieser Karte. Die Karte wurde schon mehrfach überarbeitet und zuletzt wurde das Flussbett zugänglich gemacht und so, dass man von beiden Seiten aus rein und rausfahren kann. Und ich würde aber sagen, dass die Gegnerseite, also hier in dem Fall das rote Team, bessere Möglichkeiten hat, hier drüben wieder rauszufahren. Also auf unserer Seite ist das hier ein bisschen steiler, wo man hoch muss. Und hier auf der Seite ist das ein bisschen flacher. Dafür kommt man halt schneller rein. Aber naja, ich glaube, die andere Seite ist da leicht im Vorteil. Außerdem haben beide Basen nördlich gelegen so eine Art Dorf. Also wir haben hier so ein paar Palmen mit ein paar Häusern und auch auf der anderen Seite gibt es eben Palmen und Häuser, die sich alle zerstören lassen. Und ich glaube, so richtig wichtig ist das nicht. Also das ist eher, wenn man die Basis angreift, also wenn der Gegner hier in die Richtung kommt, wenn wir in die Richtung fahren, dann kann man das ein bisschen als Deckung nutzen, wenn man bis dahin kommt. Meistens sind ja Panzerjäger hier und hier positioniert, die das so verteidigen. Aber insgesamt glaube ich, dass der Bereich und der Bereich eher ausgeklammert wird. Also wird kaum benutzt. So, dann fangen wir mit dem Norden an. Ich denke, der Norden wird ganz häufig als Early Spot benutzt von leichten Panzern, die aus der Basis direkt durch die Mitte hier über die erste Düne gehen, auf die zweite Düne und hier so ihre Kreise ziehen. Das kann man einmal machen, man kann aber auch in dem Gebiet bleiben und immer weiter seine Kreise ziehen und gucken, ob man hier was aufmacht, ob Gegner hier hochkommen, ob Gegner zum Hügel hochfahren, dann weiß man ungefähr, was hier passiert. Allerdings kann relativ wenig von diesen Spots beschossen werden. Also es ist wirklich nur ein Early Spot, dass man weiß, wie ist der Gegner aufgestellt, wo fährt er hin und Schaden generieren kann man damit noch nicht, also für sich selbst. Ansonsten, wer hinten gespawnt ist, kann auch den langen Weg oben rumgehen, hier lang fahren, dann das Gleiche, also hier so seine Kreise ziehen. Die mittleren Panzer im Team können eigentlich genau das Gleiche machen. Je nachdem, wie schnell man ist und wo man gespawnt ist, fährt man also auch unten lang, geht den Weg hier hin oder man fährt oben lang, hier lang, entlang der Dünen, je nachdem vorne lang oder hinten lang, den langen Weg. Und das Ziel ist eigentlich dieser Hügel hier oben. Dort kann man in Deckung gehen und alle Gegner beschießen, die ihrerseits hier auf den Hügel gefahren sind und dann hier rumkommen und ja auch hier eine ganz gute Deckung durch die Steine haben. Und das ist hier so, naja, ein Punkt, wo sich die Mediums halt so schlagen. Man kann auch als leichter Panzer da oben hinfahren, wenn man einer ist, der gut austeilen kann. Warum nicht? Wenn wenig Mediums im Team sind, dann kann man das auch als leichter Panzer machen. Und genau das Gleiche gilt natürlich für die Panzerjäger. Also gerade wer einen Turm hat, T-67 Hellcat und so weiter, die können auch die Position hier oben einnehmen. Ansonsten eher zurückgelagert, also vielleicht hier auf den Dünen, immer um Gegner zu bekämpfen, die hier in diese Richtung gefahren sind. Wobei das auch relativ selten geworden ist. Ich zeichne hier mal einen Heavy Tank ein, aber richtig häufig sieht man die hier in dieser Position nicht mehr. Das meiste spielt sich wirklich jetzt im Flussbett ab. Tja, und wenn man als Panzerjäger nicht mitfahren will, dann kann man natürlich auch hier hinten in der Basis stehen bleiben. Erstmal spotten, was hier drüben passiert. Der gegnerische leichte Panzer, der hier hochfährt, der wird ja auch vielleicht ein Ziel abgeben. Meistens ist er aber relativ schnell weg, wenn er aufpasst. Und man kann von hier aus nicht mehr richtig hier rüber wirken. Ja? Also die Gegner, die hier hochfahren, die werden vielleicht von ihm hier gespottet, die gehen zwar auf, aber da das hier noch eine Anhöhe ist, kann man von hier hinten nicht mehr hier rüber wirken und deswegen ist halt
dieser Spot hier hinten, also in der eigenen Basis, für die Verteidigung gut, aber am Anfang des Gefechts wird man da nicht viel holen können. Zur Arti könnte man noch ein bisschen was sagen, die kann halt eigentlich hinten stehen bleiben. Meistens fährt man hier unten irgendwie hinter dieses Gebirge oder man fährt halt hier oben. Neben diesem Übergang ist nochmal so eine Senke, da kann man sich reinstellen, da wird man relativ spät gespottet. Und hier oben hat früher die Arti gestanden, sehe ich jetzt auch relativ selten. Wahrscheinlich ist das zu offen, wenn der Gegner hier dann irgendwann nach vorne drückt. Dann ist man hier zu weit gefahren und das ist alles ja, so ein bisschen ungünstig, wenn man wieder zurückfahren will. Also genau das Gleiche gilt natürlich, wenn man da unten drin steht. Ja, wenn man da einmal steht, dann stirbt man da meistens auch, also wenn der Gegner kommt. Deswegen finde ich eigentlich ganz gut, hier hinter der Basis zu stehen und da hat man eigentlich einen ganz guten Winkel. Ne? Das Einzige ist, wenn man hier oben steht, man kommt hinter diesen Berg. Ne? Da kommt man von dieser Position als Arti-Spieler ein bisschen schlechter ran, aber ansonsten ist der Rest der Karte offen genug, dass dann egal, wo man als Arti steht. Okay, dann gucken wir uns jetzt den Süden an. Der Süden ist für mich ein Teil, wo eher die Heavies hinfahren, also alles, was hier so spawnt, fährt erstmal schnurstracks nach unten. Man kann natürlich hier entlang der Straße fahren und schauen, ob man hier in das mittlere Dorf kommt. Das zähle ich aber eher zum Flussbett, also zur Mitte, deswegen sage ich da später noch was zu. Aber kann man machen in einem Low-Tier-Gefecht, also so Tier 5, Tier 6, da kann das auch gut gehen, wenn man Top-Tier ist in einem Heavy, dann ist es vielleicht eine starke Position, aber in der Regel fährt man als Heavy wirklich ganz unten runter zu den Dünen und dann muss man schauen, ob man eben schnell genug ist, weit nach vorne kommt. Ja, die Französischen, die sind halt da immer prädestiniert dafür, die kommen also weiter nach vorne und alles andere, was ein bisschen langsam ist, wird vielleicht eine Düne weiter hinten stehen bleiben. Je stärker der Turm ist, also zum Beispiel T29 oder sowas, desto mehr sollte man darauf achten, dass man eben wirklich die Dünen für sich nutzt. Und das sind wirklich ganz, ganz starke Positionen. Also wenn man hier runterfährt und dann hier so an diesen Dünen steht, der Gegner, der von hier unten kommt, also das sind dann meistens auch die Heavys, die jetzt hier lang fahren, die haben ganz große Schwierigkeiten, hier in T29 rauszukriegen an dieser Stelle. Also wenn man geduldig ist, weit hinten stehen bleibt und eben genau so stehen bleibt, dass man nur den Turm zeigt, dann hat man da wirklich eine sehr, sehr gute Position. Die Mediums können natürlich auch in den Süden fahren, ganz klar. Insbesondere, wenn schon genug Mediums nach oben unterwegs sind, wenn wir einen Medium-Überschuss haben, dann fährt man halt einfach unten mit. Man fährt im Grunde genau die gleiche Line wie die Heavies. Wenn der Gegner hier unten zu weit vorgefahren ist, dann kann man diese Chance vielleicht nutzen und als Medium flankieren. Man muss aber darauf achten, dass das eigene Team auch mitzieht. Also die Heavies, die vielleicht hinten stehen, die müssen über ihre Anhöhe rüber und auch auf den Gegner schießen, weil ansonsten steht man hier ganz schnell alleine da. Denn alles, was dann von hinten noch nachrückt, Panzerjäger und so, was da so steht, ja, das kann natürlich auch auf einen schießen. Man müsste also wirklich sehen, dass man die hier ganz schnell rausnimmt und dann möglichst schnell wieder wegkommt. Leichte Panzer werden im Süden nicht unbedingt gebraucht. Da gibt es wenig Deckung. Die Leute spotten sich eigentlich alle gegenseitig. Man fährt da unten aufeinander. Da muss man als leichter Panzer nicht rein. Wenn man einer ist, der gut austeilen kann, natürlich dann zum Damage machen, aber zum Spotten wird man da nicht wirklich gebraucht. Die Panzerjäger wieder, wer hier oben noch in der Basis steht, am Anfang vielleicht ein bisschen gesichert hat, geguckt, dass der Gegner nicht wirklich direkt zu Beginn des Gefechts durchrückt und dann merkt, okay, hier passiert nichts weiter, dann kann man natürlich auch als Panzerjäger mit in den Süden fahren. Ich finde, dass diese einzelnen Anhöhen, die hier sind, eine ziemlich gute Position sind, um auch über das Flussbett hinweg auf diese Bereiche hier zu wirken. Also als Panzerjäger kann man auch hier unten eine ganze Menge machen. Man muss nicht hinten in der Basis stehen bleiben. Die Arti im Süden, naja, meistens fahren die Leute vielleicht hier hinter diesen Berg oder eben noch ein bisschen weiter unten hin. Kann man machen, je schneller man ist, desto weiter runter. Aber wirklich nützen tut es einem nichts. Ne? Also die Karte, wie gesagt, offen genug, sodass man überall rankommt. Hier oben, ne, also wenn man hier unten steht, dann kommt man hier oben eben schlecht hinter diesen Berg. Da kann man da nicht helfen. Man ist dann eher darauf angewiesen, hier in die Mitte zu wirken oder Gegner rauszunehmen, die hier hinten, unten noch hinter den Hügeln da stehen. Aber ich finde, das ist nicht wirklich notwendig. Also als Arti kann man durchaus hier hinten einfach hinter der Basis stehen bleiben. Okay, dann kommen wir jetzt zur spannenden Mitte, zum Flussbett, was wie gesagt vor einigen Patches geöffnet wurde. Ich würde das nochmal unterteilen, sodass wir also den nördlichen Teil des Flussbetts haben, das
Flussbett selber und den südlichen Teil, hier mit Wald und ein paar Häuser und hier oben eben mit dieser Anhöhe. Auch ein paar Steine, die so Deckung bieten. Und ich denke, die wichtigste Position als Medium und auch als leichter Panzer, die man da erstmal einnehmen kann, ist, hier an dieser Geländekante entlang zu fahren, Deckung zu suchen, hier hinter den Steinen und zu spotten, was hier drüben alles so lang fährt. Der Gegner wird aus der Basis herauskommen. Die meisten Leute, und das ist mir selber auch schon passiert im E-75, da gehe ich den direkten Weg hier unten in die Hügel rein und werde auf dem Weg hier von jemandem gespottet. Ja, das war dann zum Beispiel ein AMX 1390, der hatte schon nachgeladen, schießt mir da zweimal die Kette kaputt, die Arti noch rein, irgendein Medium, der mitgefahren ist, tot. Ja, also das ist wirklich eine ganz gefährliche Situation für das Gegnerteam und für einen selber. Es ist halt eine sehr starke Position, die Gegner zu spotten und zu beschießen. Und natürlich kann man von dieser Position auch noch in alle anderen Richtungen wirken. Also Panzerjäger, die hier stehen vielleicht welche, die die Basis beschützen wollen. Und wenn die Gegner hier oben hinfahren und eigentlich hinter dieser Düne hier stehen wollen, dann kommt man von hier aus da schon ganz gut ran. Oder im späteren Gefechtsverlauf, wenn der Gegner oben rumgefahren ist und wir hier verloren haben, der Gegner drückt hier runter Richtung Mitte, dann kann man das auch von dieser Position aus verhindern. Und natürlich genauso eben hier runter, also wirklich eine erhabene Position in der Mitte der Karte und alle Richtungen sind hier offen für Beschuss, also wirklich eine starke Position. Natürlich sitzt man selber auch auf dem Präsentierteller, deswegen muss man da in Bewegung bleiben und man muss diese Steine und sonstige Deckung für sich nutzen. Die Heavys werden ihrerseits nicht auf den Hügel fahren, dafür sind die einfach zu langsam, sondern direkt ins Flussbett rein und möglicherweise bis zu diesem Knick. Das Flussbett ist ja so leicht gebogen und meistens ist es eben dieser Knick, wo sich die Teams dann gegenüberstehen und stehen bleiben. Also da muss man schon Glück haben, eine starke Panzerung, ein bisschen was bouncen, um dem Gegner gegenüber einen Vorteil zu haben. Oder man bekommt an dieser Stelle Hilfe. Ich habe es ja schon eingezeichnet. Die Mediums von Jom, die können vielleicht auch runterfahren und von hinten an den Gegner ran. Oder ein Panzerjäger, der hier drüben positioniert ist, der kann vielleicht dort reinschießen. Also nicht nur Panzerjäger, auch die Schweren, die vielleicht hier drüben noch stehen, die noch nicht ganz unten stehen. So ein bisschen hier, ein bisschen höher, dann haben die die Möglichkeit, hier unten reinzuschießen. Die Häuser hier, die sind möglicherweise im Weg. Also da muss man sich seine Lücke suchen. Aber mit vereinten Kräften klappt das hier eigentlich an dieser Position ganz gut. Als Panzerjäger, wenn man hier hinten stehen geblieben ist, dann hat man hier kein gutes Schussfeld. Also bis zu diesem Knick geht es natürlich, aber solange der Gegner noch da hinten steht, kann man da nicht viel machen. Erst wenn der Gegner gewonnen hat und hier durchrückt, dann kann man auf die wirken, aber dann ist vielleicht auch schon zu spät. Also ich würde sagen, ein Panzerjäger, der jetzt nicht Turm hat und so als Medium irgendwie auf die Flanken fahren will, der kann dann mit einer starken Frontpanzerung, also wieder so diese Briten, diese klassischen Briten, der kann auch ins Flussbett fahren, die Heavys hier unterstützen und seine starke Frontpanzerung einsetzen, um die anderen hier rauszukriegen. Aber je mehr Leute ins Flussbett reinfahren, desto mehr muss man natürlich auch aufpassen, nicht flankiert zu werden. Die Mediums, die leichten Panzer vom Gegnerteam, die fahren hier vielleicht hoch, fahren einfach oben rum, kommen von hinten wieder rein. Ist also auch schwierig, wenn gar niemand hinten geblieben ist, wenn niemand mehr hier oben ist, der darauf aufpassen kann, dann wird man hier auch ganz schnell umzingelt. Also es ist eine sehr wichtige Position, das Flussbett, aber es ist auch eine sehr schwierige Position. Zu Arti braucht man in der Mitte vielleicht nicht allzu viel sagen. Je weiter südlicher man steht, desto besser kommt man um den Knick rum. Und das bedeutet, als Arti-Fahrer muss man immer ganz genau achten, wie sind die Teams zusammengesetzt und wo erwartet man am meisten Gegner, wo kann man am meisten tun. Erwartet man, dass man oben helfen muss, dass da der Gegner in der Überzahl ist, dann stellt man sich halt entsprechend hin. Oder wenn im Gegnerteam mehr und starke Heavys sind, dann weiß man, dass man höchstwahrscheinlich unten wirken muss und dann stellt man sich entsprechend hin. Ja, und das Beispielgefecht von heute ist tatsächlich das einzige Gefecht, was ich auf Wadi in letzter Zeit hatte, was eben auch von dieser Seite startet und was jetzt so ein bisschen Low-Tier ist. Das soll ja für Anfänger sein, die Serie. Und so sind wir hier also im Stuck unterwegs. Es ist ein Tier 6 Gefecht und nur dem kleinen Nico hier, dem helfe ich da mal runter. Ich wollte jetzt nicht, dass der vor mir hier stehen bleibt und da ins Flussbett guckt. Ne? Man sieht, keiner von uns fährt ins Flussbett und blöderweise sind auch wenig Heavys im Team. Also wir haben einen Heavy, der ist AFK. Im Gegnerteam ist ein KV-1 und ansonsten Cromwell, dieser Sechser Schwede,
Und ja, ein paar Panzerjäger halt. Und naja, wenig Heavys. Also unser leichter Panzer, der Chaffee, der ist nach vorne gegangen in die Mitte, der spottet da auch den gegnerischen Chaffee. Und der gegnerische T-67, der ist auch so irgendwie mittig gefahren und da so Richtung Berge hoch. Ist okay, aber wie man sieht, zahlt sich das für ihn nicht aus. Ist also vielleicht doch nicht okay, da lang zu fahren. Hier unten, da treffen wir jetzt schon ein Chihe. Der kommt uns da entgegen und von uns sind hier auch ein paar Leute entlang gefahren. Also der M4A ist hier lang gefahren. Was haben wir noch? Die Su, die sitzt da unten. Da ist so ein kleiner Bug irgendwie. Ich habe hier so ein paar Panzer doppelt jetzt auf der Minimap. Naja, okay. Also ich habe mich jetzt entschieden, da mitzufahren, um hier unten halt ein bisschen mitzuhelfen. Das Stuk-3G ist sehr genau. Man sieht, man kann hier diesem Schweden in den Turm schießen, der da unten so ein bisschen rausguckt. Und hier den VK-30 kriege ich auch einen Turm. Und ich glaube aber, das ist nicht genug dran. Das waren jetzt wie viel? 200 Meter oder so. Also dann doch zu dicht ohne Busch. Das wird nicht gehen. Da gehe ich auf und muss mich dann eben entsprechend weiter bewegen. Und wir sehen, dass der gegnerische Heavy, der KV-1, tatsächlich auch ins Flussbett gefahren ist. Und Juni hat hier so die mittlere Position eingenommen, obwohl sie nicht weit genug nach vorne gefahren ist, hat sie da halt schon ein bisschen was gespottet. Und naja, als Panzerjäger, wie gesagt, man muss nicht nach vorne fahren. Aber mit einem Turm kann man natürlich auch schon eine etwas aggressivere Position vorne einnehmen, weil man halt doch in alle Richtungen wirken kann. Da hinten sehen wir jetzt ein Stuk 3G. Ich hoffe, dass ich von hier aus rankomme, sehe aber, dass diese Anhöhe, also der Norden vom Flussbett da im Weg ist. Da kommen wir von hier aus nicht ran. Also müssen wir sehen, dass wir da eine etwas bessere Position kriegen. Man sieht, dass hier ist auch eine schöne Position. Da links oben, wenn ich noch ein bisschen höher fahre, kann ich vielleicht auch über diesen einen Stein drüber hinweg entlang des Flussbetts wirken. Der KV-1 ist allerdings jetzt an eine Position gefahren, wo ich nicht mehr rankomme. Er versucht jetzt hier im Süden hochzukommen. Bleibt mir also nur entlang des Flusses zu schießen, hinten auf den Bishop. Ich dachte eigentlich, es wäre ein Kill. Ich habe schon wieder weggeguckt, tatsächlich daneben geschossen und musste nochmal einzielen. War dann aber sowieso zu spät. Der Hetzer versucht da drüben die Basis zu verteidigen. Der steht also an einer ganz klassischen Position, wird dann auch rausgenommen. Der IKV 30, 103, der 103, der steht ungünstig, glaube ich. Ja, man weiß nicht, wann er sich dahin bewegt hat. Ich glaube, dass diese Position nicht ideal ist. Und der Norden, da haben wir verloren, leider. Ne? Da sind unsere Leute, tja, vielleicht ein bisschen zu schwach gewesen, ja, also schwach vertreten. Und da ist jetzt eine Hellcat durch. Also ein gegnerischer Panzerjäger, wie gesagt, Panzerjäger mit Turm, kann auch in die Berge gehen. Die Hellcat hat Zeit gemacht. Und die ist dann jetzt da oben rumgekommen und ja, ein Rudi steht halt ganz hinten, versucht da den Weg zu verteidigen. Und Juni, die macht da noch mit. Ich gehe jetzt hier nach vorne, versuche hier den IKV noch zu kriegen. Schieße ein bisschen zu spät, das war so ärgerlich, so dran vorbeigedreht. Naja, war mein Timing nicht ganz in Ordnung. Und jetzt geht es nur noch darum, hinten die Arti irgendwie zu holen. Und ja, da versuche ich das natürlich. Mangels leichter Panzer. Es ist so, dass das hier die Mediums jetzt machen wollen und da bin ich zum Glück schnell genug. Also die sind nicht viel schneller als ich. Ah, das reicht mir hier. Kanone ist genau genug. Die anderen verschießen, die sehen vielleicht auch nicht mehr von ihr. Und die Hummel, die wird auch irgendwo da hinten sein. Und ein ganz klassischer Spot ist natürlich unten rechts in der Ecke. Das ist auch so eine kleine Senke, ne? Wo man eine Zeit lang safe steht, aber natürlich von hier oben, wo ich hochgefahren bin, komme ich da natürlich ran. Die anderen Leute, die unten lang gefahren sind, die kommen da nicht ran an die Hummel. Und deswegen ist es mein Abschuss. Ja, war eine schöne Runde, auch ohne Heavys. Und wir konnten uns eben jetzt leider nur auf den Süden konzentrieren und haben nicht so genau gesehen, was im Norden passiert ist. Naja. So, das war's mit den Taktiken für diese Karte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nochmal der Hinweis: Infokarte oben rechts. Da findet ihr auch den Link zu Oheas Video. Der macht immer die andere Seite der Karte. Und die Erinnerung unten Kommentare einfach reinschreiben, wenn ihr eine andere Karte sehen wollt. Dann behandeln wir die als nächstes. Für heute war's das erstmal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Na 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 na